Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Der Abschluss der englischen Woche bedeutete für die Hachinger Fans ein Heimspiel. Und für Josef Welzmüller, den eigentlichen Kapitän, war es ein besonderes Spiel. Er durfte endlich mal wieder in der Startformation stehen. Rostock und Pavel Dotschev, die waren noch euphorisiert vom Last-Minute-Sieg gegen Wiesbaden unter der Woche, dem 3:2. Haching in den roten Trikots, direkt mal forsch von Beginn, zweite Minute. Und da ist doch mal Stefan Hein, der Torschütze vom Dienst, direkt gefährlich aktiv. Apropos Torschütze vom Dienst. Da gibt es bei Rostock momentan nur einen Mann und der heißt Sebio Soku. Ließ sich hier keine Viertelstunde Zeit für seine erste Großchance. Er schon mit 3 Toren am Start. Die Hachinger krallten sich dann langsam aber sicher die Partie. Aber das schon mal vorweg, beide Goalies mit einem Riesentag. Yannis Gelios mit einer riesen Parade und er musste direkt danach nochmal ran, weil sein Mitspieler Rankovic sich zu einem riesen Fehlpass hinreißen ließ. Den sehen wir hier nochmal und Hein scheitert dann im Verbund an der Rostocker Hintermannschaft. Haching immer stärker, zu diesem Zeitpunkt eine knappe halbe Stunde gespielt. Die Galke, was für eine Parade von Gelios, das war schon irre, gerade in dieser dritten Liga, in der so viele Freistoßtore aktuell erzielt werden. Dann war aber irgendwann auch der Treffer tatsächlich fällig. Hufnagel setzt sich gut durch und Stefan Hein wird in Szene gesetzt. 2. Saisontor, exakt 30 Minuten gespielt. Und Hein, der auch schon in der letzten Hinrunde mit 12 Toren glänzte, macht in der neuen Saison genauso weiter. Für Hufnagel schon der 2. Assist und Stefan Hein bringt Klaus Schromm ein bisschen zum Tanzen. 1:0 zur Halbzeit, in dem 2. Durchgang dann mehr von Rostock. Der eingewechselte Marco Königs mit der großen Chance und die knapp 1000 mitgereisten Rostocker machte es froh. Die längste Auswärtsfahrt der Saison hielt den gegnerischen Fananhang wie immer nicht zurück. Und Rostock war kurz davor, sich zu belohnen. 10 Minuten gespielt im 2. Durchgang. Breyer mit der nächsten Kopfballmöglichkeit. Und genau in diese Drangphase dieser Angriff von Haching. Jetzt einmal kurz Luft holen und dann das hier genießen. Was für ein Traumtor von dem jungen Luca Masaila. Der hatte gerade im Spiel zuvor sein erstes Drittligator gemacht und diese Ballannahme nach dem Zuspiel von Stefan Hein einfach perfekt. Mit einer Innenseite macht er sich den kompletten Weg frei und dann unhaltbar ins Glück zum 2:0 in der 73. Spielminute. Hut ab vorm Hachinger Eigengewächs. Und dieser Treffer ins Mark von Hansa Rostock, der bewirkte nur eins. Noch mehr Rostocker Offensive. Riesenglück für Haching nach dem Kopfball von Königs. Man merkt, der Junge hat wieder Selbstvertrauen. Für Rostock Riesenpech. Der Ball nicht nur am Aluminium, sondern auch noch Handelfmeter Gefahr. Kio Mozoglu kommt hier an den Ball, aber die Distanz sehr kurz und auch keine unnatürliche Handbewegung. Deshalb geht die Entscheidung in Ordnung. Rostock drückte jetzt immer mehr. Es läuft die 87. Spielminute. Königs kommt nicht durch, dann legt er eben ab und da ist er doch, der Anschlusstreffer. Der Angelo Williams, der hat letzte Saison noch Regionalliga gespielt und Pavel Dotschev erwartet sich von ihm eine Unbeschwertheit und die bringt er mit und der Ball ist jetzt aber auch mal unhaltbar für Königs Hofer. Und die Hachinger fühlten sich erinnert gegen das späte 2:2, das sie in Cottbus noch kassierten. Und Rostock hatte sie nochmal in der Nachspielzeit. Die Riesenmöglichkeit zum 2:2. Aber Königshofer fischt den Ball von Riedel noch irgendwie raus. Breyer rutscht nicht ganz richtig rein und Dotschev war angefressen. Wir haben heute gegen eine effiziente Mannschaft gespielt. Die haben 2 Chancen, 2 Tore. Letztendlich, wir haben vielleicht genauso viele Chancen oder vielleicht ein und andere mehr. Und nur heute war das Glück nicht auf unserer Seite. Ich akzeptiere natürlich die Entscheidung vom Trainer. Ich glaube, ich habe eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Aber seitdem versuche ich jeden Tag dem Trainerteam zu zeigen, dass es die falsche Entscheidung war. Und ich bin froh, dass er heute auf mich vertraut hat und dass wir heute wieder einen Sieg geholt haben.
für Haching ist das eine vorzeitige und kurzfristige Tabellenführung. 8 Punkte nach 4 Spielen. Hut ab!